Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Tutorial. Hier möchte ich zeigen, wie man in FreeCAD halt mit sogenannten finiten Elementen arbeitet. Das ist eine Methode, um Spannungen, um Verbiegungen etc. zu simulieren. Und das hat FreeCAD drin und da möchte ich kurz drauf eingehen. Ich bin da absolut kein Profi in FEM oder finite Elementmethode, aber es macht halt Spaß, damit rumzuspielen. So, ihr könnt dann, wenn ihr einen Chef habt und ihr habt selber da auch was mit Mechanik zu tun, könnt ihr dem sowas mal zeigen und dem dann, wenn ihm die Augen aufgehen. Was? Was kostet denn sowas? Ja, gar nichts. Gut, also fangen wir kurz an. Ich mache eine neue Datei und zwar im Part-Design-Modus. Da erzeuge ich zunächst mal eine Zeichnung und diese Zeichnung ruhig in der XY-Ebene. Da haben wir es dann. Erzeugen wir hier ein Rechteck. Das machen wir ruhig in dieser Richtung hier symmetrisch zu dieser Achse. Die schieben wir dann hier dran. Die ziehen wir hier rüber. Das Maß definieren wir kurz. 5 mm. Machen wir 8. So, und dann haben wir noch das Maß hier, das von da bis da. Das sind dann 25 mm und das Maß von da bis da, das sind minus 5 mm. So, dann haben wir hier, können wir jetzt noch eine Bohrung reinsetzen. Das heißt, gehen wir her, machen auf diesen Punkt genau eine solche Bohrung. Und die hat dann 3 mm Durchmesser. So, daraus erzeuge ich jetzt erstmal ein Objekt. Das heißt, ich schließe das Ganze, mache daraus einen Block. Das ist der Block, der ist aber viel zu hoch. Den machen wir mal nur 3 mm. Okay, wenn man wirklich vernünftig mit FEM arbeitet, dann muss man solche Objekte wesentlich, ich sag mal, genauer definieren. Es werden solche Kanten, werden normalerweise alle gebrochen oder gerundet. So scharfe Kanten sind eigentlich da fast nie vorzufinden, weil die auch bei der Simulation ein bisschen Probleme machen. Das soll uns hier aber überhaupt nicht stören. Ich mache einfach hiermit weiter. So, dann, wir wollen das jetzt in finite Elementen mit der finite Element-Methode berechnet haben. Ich setze aber hier noch eine Zeichnung drauf. Und zwar da genau drauf. Und das wird jetzt noch ein solcher Kreis. Den können wir auch noch definieren. Von da bis da bekommt er einen Abstand von, oh, machen wir ruhig 22 mm und der soll bitte darauf genau ausgerichtet sein. So, fertig. Daraus machen wir jetzt auch wieder einen Block. Der ist natürlich auch zu hoch. Den machen wir mal nur 4 mm. So, das Objekt. Das ist hier irgendwie, wird das jetzt zum Beispiel angerostet oder was auch immer und damit wird es gedreht, wird es also bewegt. Das heißt, ich wechsle jetzt erst einmal in den finite Element Bereich. Das ist hier FEM. Hier haben wir das und das geht jetzt relativ einfach. Es gibt hier einen Menüpunkt, der heißt, ein Analyse-Container soll erstellt werden. Das ist genau richtig. Da ist standardmäßig direkt eine Kalkulationsmethode Calculix drin, die können wir auch erstmal bestehen lassen. Wenn man die hinterher, kann man die besser rausnehmen, neu erstellen, dann hat man mehr Möglichkeiten. Wir wollen das hier aber ganz kurz nur anreißen. So, diese Fläche, das fixiere ich. Das hätte ich auch da noch einfügen müssen. So, jetzt sieht man, da ist das Teil also fixiert. Und hier, da möchte ich eine Kraft angreifen lassen.
Wir müssen das erstmal hier schließen. So, da möchte ich eine Kraft angreifen lassen. Das machen wir mit diesem Punkt hier. Und zwar diese Fläche, aber in diese Richtung. So, jetzt wird das so, sag mal, gedreht. Das soll es auch schon gewesen sein. Das ist jetzt hier Flächenlast 1. Wir lassen das einfach mal so stehen. Man kann es hinterher immer noch anpassen. Jetzt muss dieses Objekt hier verwandelt werden in ein sogenanntes Mesh, in ein finite Elementnetz. Und das macht man folgendermaßen. Man definiert das, man selektiert das und dann geht man hier auf diesen Punkt G und lässt das erzeugen. Dort sagt man, wie groß soll das maximale Element dieses Netzes sein, wie groß das kleinste. Also das größte ruhig 2. Ah ne, das ist bei der Größe zu klein. Machen wir 0,5 und kleinstes 0,1. Wir gehen auf Anwenden und das wird jetzt berechnet und dann haben wir hier unser Gitter, hat er automatisch erstellt. Das geht nicht nur hier auf den Oberflächen, das geht auch drin, dieses Netz. Das ist also komplett um eben die entsprechende, das sind so Federelementchen, muss man sich das vorstellen. Und dann wird damit halt simuliert. Wir brauchen noch ein Material. Das heißt, wir beenden, gehen hier raus. Das ist jetzt hier drin, unsichtbar, ist auch soweit in Ordnung. Wir fügen ein Material hinzu. Und zwar, das wird Calculix Steel. Und OK. Damit sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Wir öffnen diesen Kalkulator hier, gehen einmal auf White Input File. Hier zeigt er, dass er das gemacht hat. Er hat also für Calculix einen Input-File erstellt. Wir brauchen nur noch OneCalculix zu sagen. Er tickert hier durch und innerhalb von ein paar Sekunden, so hoffe ich, ist das Teil simuliert. Warten wir mal gerade. Okay. Fertig ist die Laube. Dann können wir das hier selektieren, beziehungsweise gehen erstmal hier raus, schließen das. Dann haben wir hier unser Ergebnis. Einmal Doppelklick. Und hier können wir jetzt antippen, was möchte ich sehen. Absolute Verschiebung, eine von Mises Spannung. Da sieht man, da wird das ganz besonders belastet. Also an der Seite. Bei der absoluten Verschiebung sieht man natürlich, wo das Objekt denn am meisten verschoben werden wird. Und was ganz toll ist, man kann jetzt hier einfach das Anzeigen anmachen. Dann kann man sehen, wie sich das Teil wirklich bewegt. Wir können den Schieber hier auf 5000 stellen. Und dann kann man das nochmal machen. Und dann sieht man das schon bedeutend stärker, wie sich das Teil halt bewegt, wie es verbogen wird. Man kann es hier sehen, da wir eben dort oben angreifen lassen, dass es sich einmal so verdreht und auch zur Seite weggeschoben wird. Dann auch hier 20.000 eintragen. Gucken. Und dann geht es natürlich noch entsprechend heftiger ab. Dann kann man hier natürlich trotzdem noch auch in diesen Einstellungen die entsprechenden Werte darstellen lassen. Max Principle Stress. Da sieht man auch hier, da ist es weniger, da ist es mehr in diesem Falle. Mal gucken, ob sich da noch was ändert, wenn ich hier den... So, machen wir nochmal... Bewegen wir das noch mal ein bisschen. Ah, nee, da ändert sich so viel nicht.
So, wo waren wir hier? Aber ich denke, man sieht hier, wie man mit dieser Finite-Element-Methode halt seinen Chef beeindrucken kann. Wenn man sich da jetzt noch ein wenig mehr Mühe gibt beim Konstruieren, kann man wirklich Ergebnisse erzeugen, die dann schon überzeugen und die auch technisch wirklich genutzt werden können. Gut, das soll soweit gewesen sein. Viel Spaß beim FreeCAD bearbeiten und beim Finite Element rumspielen. Bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!